Ei Gude, wie grüß euch, ruf Bergmann 14 im LS22. Und ja, wie ihr seht, heute mal ohne Cam. Ich bin noch ein bisschen krank und ja, will euch das nicht antun. Das sieht nicht schön aus. So, aber wir müssen ja trotzdem was machen. Und zwar sind die Kartoffeln fällig. Ich habe, wie ihr seht, nach dem letzten Mal noch hier Tiertransporter wieder heimgebracht, sauber gemacht und alles. War ja voll geschissen quasi bis oben hin und ja, das habe ich schön hier auf Misthaufen da drüben mit drauf geleert. Und ja, dann würde ich sagen, wir stellen uns mal. Obwohl, könnte man ja auch, dass man direkt ein Fahrzeug dran haben. Hätte ich ja auch hier meinen Unimog nehmen können. Ich brauche einen Anhänger definitiv am Feld, das ist klar. Aber das würde sich ja auch anbieten, das mit dem Unimog zu machen. Und der Kram muss dann, das wird nachher noch schön, das muss dann hier reingefahren werden. Und dann muss ich da auch gucken, naja, wenn ich da reinfahre, mit seitlich abkippen könnte gehen. Ich hoffe nur, dass der von der Höhe da drüben reinpasst. Sieht mir optisch so aus, als wenn das ein bisschen tiefer wäre. Wir hoffen mal, dass es gut geht. So, dann nehmen wir uns doch gerade hier den Unimog. So, seitlich abkippen hätte der so. Ah nee, das gilt ja. Nee, die Anzeige ist ja für den. Der kann gar nichts abkippen. Der hat nur eine Plattform. So, ran mit die Anhänger. Aber der Anhänger ist auch seitlich abkippen. Linke Seite. Müssen wir umstellen auf die rechte, weil wenn wir rückwärts einschieben, muss es ja nach rechts wegkippen. Ja. Aber gut, erstmal zum Feld. Erstmal muss das Ding voll werden. So. Und ja, die Angelfolge kam inzwischen raus. Hat euch ja scheinbar gefallen. Also zwei Feedbacks gab's, dass man sowas durchaus auch häufiger mal machen kann. Einfach das Spiel ein bisschen schneller laufen lassen oder das Video quasi ein bisschen schneller laufen lassen. Und ja, dann halt so ein bisschen Musik im Hintergrund. Und dann zieht sich der Arbeitsschritt nicht so ewig hin. So. Ich drehe nochmal um. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da nicht zu nah noch am Feld sind. Wir stellen uns hier so hin. Ich denke, das passt. Ich denke, das passt. So. Ah, Planer ist offen. Ja. Dann müssen wir noch zum Händler und uns den Roder abholen, den ich uns gemietet habe. Da natürlich kein Selbstfahrer. Das hätten wir uns, glaube ich, auch nicht leisten können. Hab mir den Roper Keiler, denn den können wir nutzen, ohne vorher Kraut schlagen zu müssen. Der hat quasi den Krautschläger integriert. So. Hilfe, Hilfe. Jetzt kribbelt die Nase auch schon wieder. Also ich werde jetzt heute, Aufnahmetag ist Montag, der 17. Ich werde jetzt heute auch, glaube ich, nur maximal zwei Folgen machen und ja. Dann gucken, dass ich vielleicht hier Donnerstag, Freitag noch mal was aufnehme. Und es mir da bitte, bitte dann langsam mal doch deutlich besser wieder geht. Also ich habe auch 3, 3,5 Tage irgendwie komplett flach gelegen. Ich weiß nicht, also ich glaube, so viel, wie ich die letzten Tage gepennt habe, penne ich sonst in einem ganzen Monat nicht. Es hat mich so richtig, richtig umgehauen. Da ging gar nichts mehr. Aber ja, lieber jetzt, als wenn es am FarmCon-Wochenende erst gekommen wäre. So habe ich es dann schon hinter mir und kann die FarmCon genießen. So. Da.
Einmal ran. Ja, jetzt auch noch die Überlegung, ob wir da vielleicht sogar die Bahnen mit GPS fahren. Dadurch, dass der Traktor ja GPS hat, würde es sich anbieten. Aber schauen wir mal, schauen wir mal. Ich habe auch noch eine neue Mod mit reingenommen. Kam jetzt neulich raus, und da ich ja beim Angeln immer wieder die Interaktionsmarkierungen anschalte, damit ich eben sehe, wie viel ist in diesem Angelplatz überhaupt noch drin, aber sonst die gerne ausschalte, weil ich diese blauen Markierungen halt nicht so schön finde, gibt es jetzt eine Mod, wo man sich eben das Ganze mit Tastendruck einfach ein- und ausschalten muss. Heißt, ich muss nicht jedes Mal ins Menü wechseln. Das ist natürlich herrlich. Also wenn wir mal hier über den Hof fahren, hier hinten, hier haben wir ja so ein paar Markierungen. Jetzt muss ich nicht mehr ins Menü, sondern kann mit Tastendruck da alles ein- und wieder aus. Und dann kann ich halt, wenn ich angeln gehe, die Taste einmal drücken, sehe dort alles und auf dem Rückweg wieder drücken. Und auf dem Hof sieht trotzdem wieder alles schön aus. Aber gerade das Ausschalten habe ich dann ja doch ein bisschen vergessen oftmals, weil man wieder ins Menü rein musste und so. Das ist, denke ich mal, so dann doch ein bisschen besser. So, dann klapp dich mal auf. Jetzt ist halt nur die Frage mit GPS. Aber wir gucken mal. Das wäre 90 Grad hier runter. So, also automatische Breite, automatischer Versatz und so weiter. Ja, hat er alles erkannt. So, mach uns hier mit 90 Grad. So, dann zoom, zoom, zoom ein bisschen raus. Aber das stimmt doch von der Arbeitsbreite wieder nicht. Ja. Da sieht doch anders aus. Das sieht doch deutlich anders aus. Oh, stimmt, hier hinten geht's ja berghoch. Dann lass uns mal unten anfangen. Da tun wir ein kleines Vorgewende mit reinballern. Fahren die Bahn hoch und machen dann oben auch ein Vorgewende und fahren dann so quasi immer im Kreis. Das könnte doch was werden. So, dann warte mal. Hier muss ich mit dem Traktor auf jeden Fall dran vorbei. Ich habe auch am Traktor keine Pflegebereifung, also da müssen wir aufpassen, dass ich mir mit dem Traktor nichts kaputt fahre. Der Roder selber, der kann nichts kaputt fahren, der hat Pflegebereifung drauf. Der Traktor kann bestimmt auch eine Pflegebereifung, aber ich war zu faul. Wobei, wir hatten, glaube ich, am Traktor sogar schon mal welche drauf, oder? Kann das sein? Ich meine, da wäre was gewesen. Ah, das ist mit dem... Mit dem Band bleibt er da hängen. Ah, okay. Ah, dann fahre ich mir hier jetzt im Zweifel vielleicht doch ein paar Kartoffeln kaputt. Aber ich muss ja hier so weit rüber, dass ich am Baum vorbeikomme. Jetzt. Gut. Schwierige Ecke. Schwierige Ecke. So. Gibt da übrigens wieder Neuigkeiten von Pharma Andi. Eine Kompostanlage, eine Kompostierungsanlage hat er bei der 1.5 dann noch mit integriert, wo ihr euch den Kompost dann sogar schön in Säcke verpacken lassen könnt. Und das Ganze hat dann sogar noch den kleinen süßen Vorteil. Warte mal, ich glaube, wir müssen hier so ein bisschen rüber. Haben wir hier alles?
Ah, das sieht gut aus. Ich glaube, so passt das. Ja, und das Verpacken hat den großen Vorteil. Ihr kriegt für die Paletten mit den Kompostsäcken mehr Geld, als wenn ihr es lose verkauft. Ja, trotzdem, er ist am Überlegen hier am Hof, ob er das Silo dort behält. Ich muss auch sagen, ich würde es dort hinten drin lassen. Was willst du sonst in die Ecke reinstellen? Ja, also von dem her, ich würde es lassen. Und wenn man dann halt irgendwie im ganz großen Stile Kompost machen will, hat man dann diese Zusatzproduktion. Und ja, im Garten oder so könnte man sicher sonst natürlich auch noch Kompost machen. Ich bin so ein bisschen am Überlegen, wie viel Kompost ich hier tatsächlich mache, weil ja, so krass viel hat es ja jetzt im Verkauf nicht gegeben. Da ist halt wirklich die Frage, inwieweit sich das Ganze wieder oder immer wieder lohnt. Wurde auch vorgeschlagen hier, warum ich dort schaufel, warum ich kein Förderband nehme. Im Endeffekt, ja, Förderband ist natürlich auch eine Idee, müsste genauso gehen. Das einzige Ding halt, ein Frontlader zum Schaufeln habe ich, ein Förderband habe ich nicht, müsste ich mir erst kaufen. Und ja, denke mal, das ist schon so mit der größte Grund, warum ich da kein Förderband nehme. Weil ich habe keins. Aber wenn ich denn irgendwann mal eins besitze, klar, könnte man das dann auch überlegen. Ist natürlich auch die Frage, das kommt drauf an, wie voll das Silo dann natürlich auch immer ist. Wie gut oder wie schnell kommst du dann wirklich mit Förderband voran, wenn da alle 2 Sekunden das Förderband schon wieder weiter bewegen musst dann wieder einen Anhänger den auch weiter bewegen und so, dann hast du da ja auch keine Zeit gewonnen. Also da muss man natürlich eh dann mal noch gucken, wie praktikabel das Ganze dann wäre. Aber ja, wenn man sowieso eins hat, was vom Boden aufsammeln kann, das ist ja das nächste große Ding. Kann ja nicht einfach irgendein x-beliebiges Förderband sein. Es muss ja eins sein, was vom Boden aufsammeln kann. Und ja, wenn wir sowas mal besitzen, dann können wir das mal ausprobieren. Vorher nicht. So. Und ja, kleine Diskussion gab es auch wegen der Silierpalette, beziehungsweise nicht Palette, wegen dem IBC. Ich hatte ja gesagt, der Preis ist zu hoch und für mich ist er definitiv auch zu hoch. Denn ich bin halt der Meinung, man muss sich da natürlich am Standardspiel so ein bisschen ausrichten. Und ja, da haben wir ja eine Vergleichspalette und mit deutlich weniger Litern kostet die fast genauso viel. Also ist der IBC für mich nach wie vor zu günstig. Da kann ja jeder seine eigene Meinung haben. Es kam auch Wortmeldungen mit, ja, wird es realistischer, weil im Real Life ist Siliermittel ja gar nicht so teuer und so weiter. Ja, gut, im Real Life ist aber vieles anders. Im Real Life kriege ich nicht die Verkaufspreise, die ich hier bekomme. Beziehungsweise, ja, gut, teilweise schon. Wenn ich Brot, Weizen dann zum Beispiel habe, dann kriege ich da vielleicht auch relativ gute Preise, je nachdem, wie die Wirtschaft im Spiel eingestellt ist. Dann doch vergleichbar. Aber ich krieg ja nicht von allen meinen Feldern immer nur Brotweizen runter, sondern das variiert ja doch sehr stark, je nachdem, wie die Wetterbedingungen und so weiter waren. Das heißt, es ist hier einfach das, ja, für mich ist und bleibt das Ganze ein Spiel. Das kann nicht Real Life nicht widerspiegeln, weil da einfach so viele Faktoren mitspielen. Das geht nicht. Also das kannst du kannst es versuchen mit vielen Mods etwas mehr ans Real Life ranzubringen, aber wirklich die Realität wiedergeben, ne. Das wäre zu kompliziert wahrscheinlich am Ende auch. Und ich meine, es fängt ja auch damit an, wenn ich natürlich realistisch spielen wollen würde, dann würde ich ja auch hier jetzt September nicht mit einem Tag spielen.
Denn in der Realität hat der September ein paar Tage mehr. Und dann kommen wir zum nächsten Problem. Im Spiel kann ich maximal 28 Tage einstellen. Der September hat aber mehr als 28 Tage. Deswegen, also Realität ist bei mir kein Argument, weil das Ganze ist ein Spiel und ist nicht Realität, das ist nicht Real Life. Soll jeder so spielen, wie es ihm Spaß macht, und wer gern realistisch, der soll das auch, gar keine Frage. Aber wenn ich dann, ja, wenn ich halt sage, für mich, meiner Meinung nach, ist der IBC zu billig, dann ist er zu billig. Ich werde ja wohl meine Meinung auch noch da sagen dürfen. So. Aber gut, die Kartoffeln quälen sich voran. Ich würde mal sagen, ich werde hier noch so ein bisschen weitermachen. Also es kommt auf jeden Fall ein bisschen was runter. Was ja auch gut ist, wir lagern das ja dann alles über Winter ein und werden es im Frühjahr als Saatkartoffel nehmen. Sollte dann noch was übrig bleiben, darf das natürlich gerne in den Hof laden oder ins Schweinefutter, je nachdem, wie es mit dem Schweinefutter aussieht, wie viel Bedarf wir dort dann haben. Sollte hier natürlich nichts übrig bleiben, beziehungsweise die Saatkartoffeln nicht reichen, ja, dann werden wir halt nicht den kompletten Acker einsehen, dann ist das halt so. Ein Jahr drauf wird das dann gehen. Und ja, da müssen wir mal gucken, wie es dann ausgeht. Aber dass wir jetzt hier, ja, einen kleinen Bruchteil erst gemacht haben und haben schon die ersten 8000 Liter, das sieht auf jeden Fall gar nicht so verkehrt aus. Muss ich sagen, das gefällt mir. Das gefällt mir doch. Ja, und dann schaue ich mal, dann rode ich hier mal noch ein bisschen fröhlich weiter. Und ja, wir gucken uns in der nächsten Folge an, wie viele Kartoffeln das denn dann so geworden sind. Also bis dahin, vielen lieben Dank wieder fürs Zuschauen. Danke für Daumen, Kommentare, alles drum und dran. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.